kurz fürs Protokoll, gell? Kumpner ist da, Meier nicht. Das fängt schon gut an. Für wen machen wir das jetzt? Moment, passt. Okay. Was war der Ansporn, hier mitzumachen? Einmal gegen Kumpner zu gewinnen. Der Ansporn, hier mitzumachen, war natürlich gegen den Didi zu gewinnen. Ja, wir verstehen uns hinter den Kulissen super, aber vor der Kamera nicht. Heute auf die Nacht gehen wir auf kein Bier. Nein. Ja, er sucht, merkt ihr nicht, er sucht meine Nähe. Er sucht die Nähe. Es hat eigentlich sofort irgendwie witzigerweise sofort gefunkt, sagen wir mal so. Liebe auf den ersten Blick. Ich hasse ihn. Nein, wir verstehen uns gut, aber es ist halt so ein kleiner Battle. Wir sind gleich alt, das ist so wie in der Schule, wenn du so irgendwie beim Basketball oder beim Fußball gegeneinander spielst. Und so ist es da auch. Und es wird natürlich mit jeder Show extremer. Ja. Zwei, eins, los! Der quietscht was zusammen, wie wenn er abgestochen wird. Wie ehrgeizig bist du? Ziemlich. Sehr, sehr ehrgeizig. Sehr, sehr. Ich hasse verlieren und ich bin dann auch immer krampfig. Gebe ich auch ehrlich zu. Mittlerweile gebe ich es zu. Wann bist du richtig aufgeregt? Ich bin immer sehr aufgeregt bei der Entscheidung, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich gewinne. Am ersten Drehtag war ich richtig aufgeregt. Weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Und ich habe ja beim ersten Mal, wie wir eben geshootet worden sind und so, gegen Alex kochen müssen. Und da habe ich verloren und da hat er richtig gut gekocht. Da habe ich mir gedacht, na lecker, da habe ich ja nie eine Chance. Lass das Ei drin! Es geht ums Finale! Was regt dich am meisten auf? Am Alex oder an mir? Am Alex. Am Alex. Am Alex regt mir am meisten auf, dass er nicht verlieren kann. Das Schlimmste an meinem Konkurrenten ist, dass er eine Mama hat, die sehr gut kochen kann. er ist ein super Koch, gibt's nichts. Er hat andere Stärken wie ich, muss man ehrlich sagen. Wo die sind, weiß ich nicht. aber ich bin mir sicher, da kommen wir auch noch drauf. Ich finde, einer der geilsten Filme ist Helden zweiter Reihe. Und so sehe ich mich auch. Ich habe hier die B-Liga und wir werden das Unmögliche möglich machen. Sag mal, was redest du für ein Blödsinn? Ich hab da Frecker sie wieder auf. Nein, wegen die B-Liga, der macht da jetzt einen auf Underdog. Verstehst du?